Im zweiten Teil dieser Vorlesung soll es jetzt darum gehen, einen Spezialfall des Satzes von Hiroshida zu betrachten. Ich möchte hier annehmen, dass unser zugrunde liegender Raum E ein kompakter Raum ist und dass ich einen linearen Operator G gegeben habe auf dem Banachraum der stetigen Funktion über E. Und der Definitionsbereich des Operators G sei wie üblich mit DG bezeichnet. Und dadurch, dass wir hier stetige Funktionen betrachten und E ein kompakter Raum ist, wissen wir natürlich auch, stetige Funktionen auf einer kompakten Menge sind beschränkt. Das heißt, dieser Raum ist auch gleich der Raum der beschränkten stetigen Funktion. Und was man auch zeigen kann, ist, dass dieser Raum gleich ist der beschränkten stetigen Funktionen, die im Unendlichen verschwinden. Also unser Raum CE hier ist in diesem Fall, fällt zusammen mit dem Raum C0E. Und dann ist die Aussage dieses Satzes 3.10 das folgende, nämlich wenn G, dass dieser Operator G ist genau dann Generator einer stark stetigen, konservativen Markow'schen Halbgruppe PT, linearer Kontraktion auf unserem Raum CE, wenn das folgende gilt. Zum einen muss natürlich der Definitionsbereich des Generators dicht liegen in unserem zugrunde liegenden Banachraum CE, was ja genau der Raum ist, oder der zusammenfällt mit dem Banachraum B0, der dadurch gekennzeichnet ist, dass es der Definitionsbereich der starken Stetigkeit ist. Die zweite Aussage, die zutrifft, ist das folgende, dass für jedes positive Lambda und jede Funktion g, die stetig ist, die folgende Gleichung, nämlich Lambda f minus gf gleich klein g, mindestens eine Lösung im Definitionsbereich des Generators hat. Die dritte Eigenschaft ist, dass das Maximumsprinzip gilt. Und das Maximumsprinzip ist das folgende. Wenn ich mir eine Funktion f aus dem Definitionsbereich des Generators hernehme und den Punkt x0 so wähle, dass f, diese Funktion f, an dieser Stelle ihr Maximum annimmt, dann stellt sich heraus, dass der Generator angewendet auf f ausgewertet an diesem Punkt x0 negativ ist. Und die vierte Eigenschaft ist, dass die konstanten Funktionen im Definitionsbereich enthalten sein müssen und dass der Generator angewendet auf eine konstante Funktion identisch verschwindet. Schauen wir uns diesen Beweis an. Also wir zeigen erstmal die Richtung, dass wenn wir einen Generator einer stark stetigen Submarkow'schen konservativen Halbgruppe PT gegeben haben, dass dann diese vier Eigenschaften gelten. Die erste Eigenschaft ist klar. Wir wissen ja bereits aus dem Satz 3.5, dass der Generator oder der dicht liegt in dem Raum B0 und der Raum B0 fällt ja in diesem Spezialfall zusammen mit unserem zugrunde liegenden Banachraum der stetigen Funktion über E. Jetzt gilt es sozusagen, die zweite Eigenschaft nachzuweisen, nämlich dass, ich gehe mal kurz zurück, für jedes Lambda positiv diese Gleichung mindestens eine Lösung besitzt. Was wissen wir? Wir wissen bereits aus dem Satz 3.7, dass für eine stark stetige Halbgruppe die positiven reellen Zahlen Teilmenge sind der Resolventenmenge. Das heißt, was wir jetzt machen, wir nehmen uns erstmal ein beliebiges positives Lambda her. Wir nehmen uns eine Funktion g, die stetig ist, her. Und wir wissen ja, die positiven reellen Zahlen sind enthalten in der Resolventenmenge. Das heißt, für ein derartiges Lambda, das positiv ist, existiert die Resolvente. Also kann ich die Resolvente anwenden auf diese Funktion g. Und damit definiere ich mir eine neue Funktion f. Was wissen wir jetzt noch? Wir wissen ja auch, dass das Bild der Resolvente gleich dem Definitionsbereich des Generators ist. Das heißt, wir wissen, diese Funktion f
liegt im Definitionsbereich des Generators. Und das war die Aussage von diesem Lemma 3.6. Jetzt möchte ich mir das Folgende angucken. Ich möchte also die Funktion g, kann ich ja jetzt schreiben als diesen Operator Lambda-Identität minus g zusammen mit der Resolvente. Das war ja, die Resolvente ist ja gerade der inverse Operator zu diesem Operator hier. Und jetzt kann ich einfach nur die Definition von Resolvente angewendet auf unsere Funktion g einsetzen. Das war ja gerade die Funktion f. Und jetzt sehen wir, aha, wir reproduzieren quasi genau die linke Seite unserer Gleichung. Das heißt, dass für eine derartige Funktion f diese Gleichung mindestens eine Lösung besitzt. Damit wäre auch der zweite Punkt gezeigt. Der dritte Punkt, den wir zu zeigen haben, war das Maximumsprinzip. Wählen wir uns also eine Funktion f im Definitionsbereich des Generators und wählen wir diesen Punkt x0 in unserem zugrunde liegenden Raum E so, dass die Funktion f an diesem Punkt ihr Maximum annimmt. Was wir nachweisen müssen, ist, dass der Generator angewendet auf diese Funktion f an diesem Punkt x0 nicht positiv ist. Wie gehen wir hierzu vor? Naja, ich definiere mir erstmal eine neue Funktion g, die sich wie folgt definiert. Ich nehme einfach diese konstante Funktion f von x0 minus diese Funktion f. Und weil natürlich der Punkt x0 so gewählt war, dass die Funktion f da ihr Maximum annimmt, weiß ich, dass diese Differenz für alle x aus unserem Raum E nicht negativ ist. Jetzt kann ich natürlich eine beliebige Zeit fixieren und erstmal mir angucken, was weiß ich denn über die Halbgruppe pH angewendet auf diese nicht negative Funktion. Dadurch, dass wir ja eine submarkowsche Halbgruppe betrachten, wissen wir, dass dieses Element auch nicht negativ ist. Das war eine definierende Eigenschaft einer submarkowschen Halbgruppe. Das heißt, wir wissen schon mal diese Relation. Jetzt kann ich natürlich die Definition von g explizit hier einmal einsetzen. Dann erhalte ich, okay, das ist eine reelle Zahl, einmal den Term, dass sich die Halbgruppe zum Parameter h auf die konstante Funktion 1 anwende, minus phf. Dadurch, dass wir auch angenommen haben, dass unsere Halbgruppe konservativ ist, wissen wir ja, dass pH angewendet auf diese konstante Funktion 1 gerade wieder die konstante Funktion 1 liefert. Damit haben wir also das Folgende erreicht, dass wir diese Funktion pH von g auch schreiben können als die Funktion, diese konstante Funktion f von x0 minus pH angewendet auf diese Funktion f. Und insbesondere folgt daraus, dass natürlich pH von f nach oben beschränkt ist durch diese konstante Funktion f von x0. Das möchten wir jetzt anwenden, um diese Eigenschaft für den Generator an der Stelle x0 nachzuweisen. Nämlich, ich betrachte jetzt hier diesen Differenzenquotienten für ein beliebiges h Strich größer als 0. Und jetzt sehe ich ja, wir haben ja gerade nachgewiesen, dass dieser Teil nach oben beschränkt ist durch die Funktion f von x0. Damit sehe ich, dass dieser Term in Klammern sich nach oben abschätzen lässt durch 0. Das heißt, wir haben hier eine obere Schranke, die höchstens 0 ist. Nicht höchstens, aber die 0 ist. Und jetzt kann ich natürlich auch noch, das gilt natürlich hier für jedes h, das größer ist als 0, also kann ich auch den Limes bilden. Und dadurch, dass f aus dem Definitionsbereich des Generators gewählt war, weiß ich natürlich, dass dieser Limes existiert im starken Sinne. Also nee, ich werte ja hier aus. Ich weiß, dass der Limes im starken Sinne existiert. Ich setze ja hier explizite Punkte ein. Das ist ja sozusagen ein normaler Limes. Und dass ich hier den Generator von der Funktion f an der Stelle x0 erhalte. Und damit habe ich jetzt das Maximumsprinzip nachgewiesen. Bleibt noch der letzte Punkt. Wir müssen noch nachweisen, dass die Konstantenfunktionen im Definitionsbereich des Generators liegen und dass der Generator angewendet auf eine konstante Funktion identisch verschwindet. Also schauen wir uns doch die Norm an. P, hier sollte ein H stehen, pH Identität 1 Funktion minus die 1 Funktion. Und wir teilen noch durch diesen Term 1 durch H.
Dadurch, dass wir ja eine konservative Halbgruppe zugrunde liegen haben, wissen wir, dass die Halbgruppe angewendet auf die konstante Funktion 1 gerade wieder die konstante Funktion 1 liefert. Das heißt, wir sehen, diese Norm, die wir hier stehen haben, verschwindet identisch für jedes positive h. Also verschwindet sie auch im Limes h gegen 0. Das bedeutet, die konstante Funktion liegt im Definitionsbereich des Generators. Und wir wissen auch, dass der Generator angewendet auf diese konstante Funktion 1 identisch verschwindet. Damit haben wir alle vier Eigenschaften nachgewiesen und die eine Richtung dieser Äquivalenzaussage gezeigt. Schauen wir uns die andere Richtung an. Und es ist klar, dass wir den Satz von Hillesche-Schiede anwenden wollen. Die erste Eigenschaft, die wir dazu nachprüfen müssen, war ja, dass der Definitionsbereich des Generators dicht in unserem Banachraum liegt. Das ist aber nach Voraussetzung gegeben. Die zweite Eigenschaft, die wir nachweisen müssen, ist, dass die positiven reellen Zahlen Teilmenge der Resolventenmenge sind und dass die Norm der Resolvente zum Parameter Lambda nach oben beschränkt ist durch 1 durch Lambda. Diese beiden Eigenschaften gilt es nachzuweisen erstmal. Um nachzuweisen, dass die Resolventenmenge die positiven reellen Zahlen enthält, gehen wir wie folgt vor. Wir müssen also nachweisen, dass der Operator Lambda Identität minus G birjektiv ist. Und um das nachzuweisen, zeigen wir, dass die Lösung dieser homogenen Gleichung Lambda Identität minus GF gleich 0 nur eine einzige Lösung besitzt, nämlich die triviale Lösung f gleich 0. Wie gehen wir jetzt hier vor? Wir fixieren uns also ein positives Lambda. Wir nehmen uns eine Funktion f aus dem Definitionsbereich des Generators her und betrachten die entsprechende Gleichung, Lambda f minus gf gleich 0. Und jetzt nehmen wir einmal an, diese Funktion f, die diese Gleichung löst, ist nicht identisch 0, dann wissen wir ja, dass diese Funktion an der Stelle x0, dass es so ein x0 geben muss, wo f von x0, was nichts weiter sein soll als das Maximum dieser Funktion f über den ganzen Raum E, strikt positiv ist. Und das können wir ja machen ohne Beschränkung der Allgemeinheit, weil falls sozusagen die Funktion wenn das nicht erfüllt ist, dann gehen wir einfach über zur Funktion minus f. Eine der beiden Funktionen muss ja einen Wert haben, der ungleich 0 ist. Wir nehmen jetzt mal an der Stelle x0 ist diese Funktion strikt positiv. Jetzt wissen wir ja, dass das Maximumsprinzip dann gelten muss. Das heißt, wir wissen, dass der Generator angewendet auf diese Funktion f an der Stelle x0 kleiner gleich 0 ist. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass diese Funktion f ja genau diese homogene Gleichung löst. Das bedeutet ja nichts weiter als, dass gf an der Stelle x0 das gleiche ist wie Lambda von der Funktion f von x0. Lambda ist aber positiv gewählt. Die Funktion f war an der Stelle x0 ja auch strikt positiv. Und jetzt haben wir hier einen Widerspruch erzeugt. Das heißt, in der Tat muss diese Funktion dann f, dann, wenn sie diese Gleichung löst, identisch 0 sein. Damit haben wir aber jetzt nachgewiesen, dass dieser Operator Lambda-Identität minus g auf dem Definitionsbereich invertierbar ist. Und das heißt, die Resolvente existiert auf unserem Banachraum B. Und das bedeutet insbesondere, dass natürlich die positiven reellen Zahlen Teilmenge sind unserer Resolventenmenge. Das war der erste Teil oder des zweiten Punktes im Satz von Hillesche-Schiede, den wir jetzt nachgewiesen haben. Was uns noch fehlt, ist der Nachweis, dass die Norm von Lambda r Lambda nach oben beschränkt ist durch 1 für jedes positive Lambda. Wie gehen wir jetzt hier vor? Naja, wir wählen uns erstmal eine Funktion g aus unserem Banachraum der stetigen Funktion
und wir wählen uns so ein Lambda, was strikt größer ist als 0. Und dann definiere ich mir eine neue Funktion f, dadurch, dass ich einfach die Reservente anwende auf diese Funktion g. Natürlich aufgrund des Lemmas R3.6 wissen wir, dass diese Funktion f im Definitionsbereich des Generators liegt. Das heißt, ich kann jetzt folgende Rechnung anstellen, nämlich ich weiß, dass Lambda Identität minus g angewendet auf diese Funktion f ja das gleiche ist wie die Reservente R Lambda angewendet auf diese Funktion f, und auf dieses Element wende ich dann genau diesen Generator an und ich sehe, ich erhalte in dem Fall genau wieder das Element g, weil natürlich dieser Operator Lambda Identität minus g und die Reservente, also die Reservente ist ja genau der inverse Operator zu diesem Operator und das produziert mir ja gerade die Identität. Das heißt, ich habe erstmal diese Darstellung. Und jetzt möchte ich ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass die Supremumsnorm dieser Funktion f, was ja nichts weiter ist als dieses, dass das gleich ist dem Maximum der Funktion f. Und wir wissen ja, das Maximum wird einer stetigen Funktion wird angenommen, also dass ich finde auch so ein x-Dull, das diesem Maximum entspricht. Und eigentlich ist die Supremumsnorm ja mit dem Betrag definiert. Falls das hier nicht gilt, dann muss das Maximum natürlich vom Betrag für minus f angenommen werden. Und dann führe ich hier einfach die Rechnung mit minus f weiter. Deswegen ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Was wissen wir jetzt aber aus dem Maximumsprinzip? Naja, ich gucke mir jetzt mal genau an diese Norm von Lambda r Lambda g. Mit dem g, was wir uns gerade definiert haben. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Wir wissen ja, g ist jetzt gleich diesem Operator, der hier steht, nämlich Lambda-Identität minus g angewendet auf diese Funktion f. Das heißt, wir wissen auch, dass Lambda r Lambda g das gleiche ist wie Lambda f. Und jetzt kann ich natürlich Folgendes machen. Ich weiß auch, diese Norm ist nach dieser Voraussetzung hier das gleiche wie Lambda f von x0. Und jetzt möchte ich einfach den Generator von f an der Stelle x0 hinzuaddieren und wieder abziehen. Jetzt sehe ich in diesem letzten Teil, dadurch, dass ja, kann ich das Maximumsprinzip anwenden. Ich habe ja gerade x0 so gewählt, dass die Funktion f an dieser Stelle ihr Maximum annimmt. Das heißt, ich weiß, dieser letzte Teil ist nach oben beschränkt durch 0. Das heißt, ich kriege eine obere Abschätzung, wo ich jetzt hier erhalte einfach nur Lambda-Identität minus g angewendet auf diese Funktion f, ausgewertet an der Stelle x0. Das war nach dieser Vorbetrachtung aber nichts weiter als die Funktion g, ausgewertet an der Stelle x0. Und die Funktion g kann ich natürlich nach oben abschätzen, auch durch die Supremumsnorm der Funktion g. Was ich jetzt hiermit gezeigt habe, ist, und das gilt natürlich für jede Funktion g aus unserem Banachraum der stetigen Funktion über unserem kompakten Raum E, dass die Norm von Lambda r Lambda g in der Supremumsnorm nach oben beschränkt ist durch die Norm von g in der Supremumsnorm. Das bedeutet aber nichts weiter als, ich kann jetzt durch g teilen und das Supremum über alle diese Funktionen bilden. Und das zeigt mir, dass die Operatornorm von Lambda r Lambda nach oben beschränkt ist durch 1. Und das gilt für jedes Lambda. Also haben wir jetzt die Voraussetzung des Satzes von Hele-Yoshida nachgewiesen. Wir wissen jetzt, dass der Satz von Hele-Yoshida uns liefert, dass eine stark stetige Halbgruppe linearer Kontraktionen, die ich mit PT bezeichnen möchte, auf unserem Banachraum der stetigen Funktion existiert. Was fehlt noch? Jetzt müssen wir noch nachweisen, dass diese Halbgruppe eine konservative Markowsche Halbgruppe ist. Weisen wir also im ersten Schritt nach, dass PT konservativ ist. Das heißt, wenn ich PT auf die konstante Funktion 1 anwende, wieder die konstante Funktion 1 erhalte für jedes t größer als 0. Wie funktioniert jetzt das? Na gut, wir wissen ja nach Voraussetzung, das war dieser letzte Punkt,
dass die konstanten Funktionen im Definitionsbereich des Generators enthalten sind und dass der Generator angewendet auf eine konstante Funktion, in dem Fall die konstante Funktion 1, identisch verschwindet. Also können wir doch für jedes Lambda größer 0 das Folgende betrachten. Ich betrachte einfach den Operator Lambda Identität minus g angewendet auf diese konstante Funktion 1. Das darf ich ja aufgrund dieser Eigenschaft machen, weil ich weiß, die konstante Funktion 1 ist im Definitionsbereich des Generators. Jetzt weiß ich auch, jetzt kann ich diese Rechnung ausführen. Das ist nichts weiter als Lambda Identität minus den Generator angewendet auf diese 1-Funktion. Das weiß ich, dieses Element verschwindet identisch. Also erhalte ich hier aus dieser kleinen Rechnung, dass es nichts weiter ist als Lambda angewendet auf, oder die konstante Funktion Lambda. Was mir nichts weiter sagt, dass jetzt kann ich natürlich die Resolvente auf beiden Seiten anwenden, dass die Lambda mal R Lambda angewendet auf diese konstante Funktion 1 nichts weiter ist als die konstante Funktion 1. Wozu habe ich diese Rechnung gemacht? Ja, jetzt möchte ich übergehen zur Yoshida-Approximation des Operators G zu diesem Parameter Lambda und auswerten, was diese Yoshida-Approximation auf diese 1-Funktion macht. Jetzt sehe ich, aha, die Yoshida-Approximation konnten wir ja auch schreiben als Lambda-Quadrat R Lambda angewendet auf diese Funktion f, die in unserem Fall jetzt die konstante Funktion 1 ist, minus Lambda mal diese konstante Funktion 1. Wir haben gerade gesehen, dass dieser Operator Lambda R Lambda angewendet auf die konstante Funktion 1 gerade die konstante Funktion 1 liefert. Das heißt, ich sehe auch die Yoshida-Approximation des Generators angewendet auf konstante Funktionen verschwindet. Jetzt kann ich natürlich mir mal angucken, aha, wir wissen ja aufgrund des Satzes von oder aus dem Beweis vom Satz von Hideyoshida, dass die Halbgruppe PT angewendet auf ein Element aus dem Definitionsbereich des Generators sich auch schreiben lässt als der starke Limes von dieser Halbgruppe P Lambda T. Dieses Element kann ich aber explizit mal hinschreiben. Das ist nämlich nichts weiter als diese Reihe K gleich 0 bis unendlich, T hoch K geteilt durch K-Fakultät, g Lambda hoch k angewendet auf diese Funktion, auf diese konstante Funktion 1. Und jetzt sehe ich, wir haben ja gerade nachgerechnet, dass dieser Generator g Lambda angewendet auf 1 verschwindet. Das heißt, aus dieser Reihe überlebt nur ein einziger Term, nämlich der Term k gleich 0. Und das ist ja nichts weiter als die Identität angewendet auf diese Funktion 1. Also sehe ich, hier kommt die konstante Funktion 1 raus. Und damit haben wir nachgewiesen, dass in der Tat unsere Halbgruppe konservativ ist. Jetzt gilt es noch nachzuweisen, dass die Halbgruppe auch eine Markowsche Halbgruppe ist. Was bedeutet, dass wir zu zeigen haben, dass für jedes f, was nicht negativ ist und nach oben beschränkt ist durch 1, gilt, dass auch wenn ich diese Halbgruppe pt auf diese Funktion anwende, dass ich dann ein Element erhalte, was nicht negativ ist und nach oben beschränkt ist durch 1. Schauen wir uns erstmal die Nicht-Negativität an. Also ich wähle mir ein f, was nicht negativ ist. Und jetzt ist die erste Behauptung, dass dann auch dieses Element g, was ich dadurch gewinne, dass ich die Resolvente zum Parameter Lambda auf diese Funktion f anwende, auch nicht negativ ist. Und diese Behauptung möchte ich auch mittels Widerspruchsbeweis zeigen. Nehmen wir also an, das wäre nicht der Fall. Dann gibt es natürlich einen Punkt x0 in unserem Zustandsraum E, derart, dass wenn ich das Minimum über alle x aus E betrachte von dieser Funktion g, dass die an dieser Stelle x0 negativ sein muss. Jetzt kann ich natürlich wieder das Maximumsprinzip ins Spiel bringen. Nämlich, ich weiß jetzt auch, Lambda ist natürlich positiv, dass auch Lambda g an der Stelle x0 negativ sein muss. Jetzt kann ich natürlich das Folgende machen. Ich kann dieses Lambda g auch schreiben als Lambda Identität g. Und jetzt möchte ich einfach den Generator, also den Term g
Generator angewendet auf diese Funktion g ausgewertet an der Stelle x0 hinzu addieren und abziehen. Warum darf ich das? Naja, g ist ja aus dem Bild der Resolvente. Das Bild der Resolvente ist ja gleich dem Definitionsbereich des Generators. Also dieses Element hier, was ich hier hinschreibe, ist also wohl definiert. Was ich jetzt hier in dem vorderen Term sehe, naja, g war ja gerade die Resolvente von f. Das heißt, und die Resolvente ist ja gerade der inverse Operator zu diesem Operator Lambda-Identität minus g. Das heißt, in diesem ersten Term erhalte ich nichts weiter als diese Funktion f ausgewertet an der Stelle x0. Und im hinteren Term möchte ich jetzt das Maximumsprinzip anwenden, und zwar auf minus g. Also ich klammer noch einmal minus aus, dann erhalte ich ja hier die Funktion minus g nimmt natürlich an der Stelle x0 ihr Maximum an. Jetzt wissen wir, wenn wir den Generator auf diese Funktion anwenden, dass er negativ ist. Das heißt, mit diesem Vorteilchen erhalte ich eine untere Schranke. Ich kann das weglassen. Die untere Schranke ist gerade f von x0. Von f von x0 haben wir aber angenommen, dass diese Funktion nicht negativ ist. Das heißt, wir wissen, dieses Element ist größer gleich 0 und damit haben wir jetzt einen Widerspruch erzeugt. Das sagt uns also, dass die Resolvente r Lambda von dieser Funktion f nicht negativ sein muss. Wir haben zu zeigen natürlich diese untere Abschätzung, dass das dann auch für PTF gilt. Und das soll jetzt geschehen. Und dazu möchte ich wieder die Yoshida-Approximation benutzen. Ich kann natürlich PTF wieder schreiben als der starke Limes von P Lambda TF. Und P Lambda TF kann ich ja explizit wie folgt schreiben. Das ist nichts weiter als E hoch minus Lambda T. All die Summe k gleich 0 bis unendlich von dieser Resolvente Lambda Quadrat r Lambda hoch k angewendet auf f, und dann habe ich noch diese Vorfaktoren t hoch k geteilt durch k Fakultät und ich summiere ich über alle k. Was wissen wir jetzt? Wir wissen natürlich, dass, das haben wir ja gerade gezeigt, dass r Lambda f nicht negativ ist. Das heißt, ich kann hier habe ich nur nicht negative Terme zu stehen, oder halt im Falle k gleich 0 steht einfach nur die Funktion f da, von der wir ja auch wissen, dass sie nicht negativ ist. Das heißt, ich kann diesen ganzen Term nach unten abschätzen durch 0. Und damit habe ich jetzt nachgewiesen, dass die Funktion ptf nicht negativ sein muss. Bleibt noch zu zeigen, die umgekehrte Abschätzung, nämlich dass, wenn f nach oben beschränkt ist durch diese konstante Funktion 1, dass das Gleiche auch gilt, wenn ich die Halbgruppe auf f anwende. Und um das nachzuweisen, wähle ich mir als genau eine Funktion f, die nach oben beschränkt ist durch 1, und ich definiere mir eine neue Funktion f-hut in folgender Art und Weise, das sei die konstante Funktion 1 minus diese Funktion f. Natürlich, nach Voraussetzung weiß ich, diese Funktion f-hut ist nicht negativ. Damit kann ich jetzt das zuvor Gesagte auf diese Funktion ptf-hut anwenden, nämlich wir wissen auch, dass diese Funktion hier nicht negativ sein muss. Jetzt kann ich die Definition einsetzen. Damit erhalte ich einmal diesen Term pt angewendet auf die konstante Funktion 1. Aufgrund der Konservativität der Halbgruppe wissen wir natürlich, dass es die konstante Funktion hat. Gleich der konstanten Funktion 1. Und jetzt sehe ich, aha, erhalte ich diese Aussage, dass das dieser Ausdruck hier gleich ist der konstanten Funktion 1 minus ptf, und wenn ich es einfach nur umforme, erhalte ich genau die Aussage, die noch fehlt. Die letzte Eigenschaft, die zu überprüfen ist, ist die Aussage, dass wenn ich mir eine Folge nehme von Funktionen aus unserem Banachraum der stetigen Funktion über e, die die Eigenschaft haben, punktweise gegen 0 zu konvergieren, dass dann auch diese Funktion ptfn die Eigenschaft hat, punktweise gegen 0 zu konvergieren. Und diese Aussage folgt jetzt aus dem Satz 3.3 und dem Satz 3.1 in folgender Art und Weise. Der Satz 3.3 sagte aus, dass wir zu einer
Halbgruppe, die die Eigenschaft hat, die Halbgruppeneigenschaft hat und diese Eigenschaft hat, dass wenn ich sie auf eine Funktion anwende, die zwischen die nicht negativ ist und nach oben beschränkt ist durch 1, dass auch das sich überträgt auf die Halbgruppe, wenn ich die auf diese Funktion anwende, dass daraus folgt, dass ich eine dass die Existenz einer Übergangsfunktion gegeben ist. Und mit Hilfe der Übergangsfunktion und Satz 3.1 kann ich natürlich dann diese Eigenschaft relativ leicht nachweisen aufgrund der Anwendung des Latzes von Lebesgue. Und damit haben wir jetzt diesen Satz bewiesen und wir haben sozusagen unsere Äquivalenzkette, in der wir die ganze Zeit nachgejagt sind, komplementiert. Das heißt, wir wissen jetzt, dass für eine Klasse von Markov-Prozessen die Existenz einer oder der, das Exist äquivalent ist zu einem Übergangsfunktion. Wir haben auch gesehen, dass die Übergangsfunktion äquivalent ist zu einer Markov'schen Halbgruppe. Wir haben jetzt auch mit diesem Satz 3.10 gesehen, dass das äquivalent ist zu der Existenz eines Generators mit gewissen Eigenschaften. Abschließend möchte ich diesen Satz 3.10 mal auf ein konkretes Beispiel anwenden. Und das ist die sogenannte reflektierte Brownsche Bewegung auf diesem Einheitsintervall 0,1. Also ich betrachte als diesen kompakten Raum E, sei einfach dieses Einheitsintervall. Und was ich mir ansehen möchte, ist der folgende Generator. Nämlich, ich möchte betrachten 1/2 mal die zweite Ableitung für Funktionen aus diesem Definitionsbereich des Generators. Und der ist wie folgt gegeben. Das ist die Menge aller zweimal stetig differenzierbaren Funktionen, die die Eigenschaft haben, dass die erste Ableitung an beiden Intervallgrenzen identisch verschwindet. Und jetzt möchte ich sozusagen für diesen Operator eine stark stetige Halbgruppe lineare Kontraktion konstruieren, die zudem die Eigenschaft haben, dass sie eine konservative Markov'sche Halbgruppe darstellen. Das heißt, was ich machen muss, ich muss diese Punkte 1 bis 4 aus dem Satz 3.10 überprüfen. Die erste Eigenschaft, die ich zu überprüfen habe, ist, ob dieser Definitionsbereich des Generators dicht liegt im Raum der stetigen Funktion über 0,1. Und hierzu möchte ich den Satz von Sturm-Weierstrass anwenden. Und dazu muss ich erstmal nachweisen, dass wenn ich zwei Elemente aus meinem Definitionsbereich nehme und das Produkt bilde, dass auch das Produkt im Definitionsbereich liegt. Was weiß ich erstmal? Okay, wenn ich zwei Elemente f und g aus diesem Definitionsbereich wähle, also zweimal stetig differenzierbare Funktionen, dann weiß ich natürlich auch, das Produkt ist zweimal stetig differenzierbar. Was noch nachzuweisen ist, ob diese Eigenschaft gilt, nämlich dass die erste Ableitung an beiden Randpunkten verschwindet. Aber das ist direkt eine Konsequenz aus der Kettenregel, aus der Produktregel, Entschuldigung. Warum? Naja, wenn ich mir die Ableitung angucke von diesem Produkt f mal g und den an der Stelle 0 auswerte, dann erhalte ich natürlich aus der Produktregel einmal den Term Ableitung von f an der Stelle 0 mal die Funktion g an der Stelle 0, von der ich ja weiß, dass f verschwindet. Und dann erhalte ich einen zweiten Term, wo ich die Funktion f an der Stelle auswerte, multipliziere mit der Ableitung der Funktion g an der Stelle 0, weil aber auch g aus diesem Raum kommt, verschwindet auch dieses Element. Gleiches gilt natürlich an der Stelle 1. Was ich noch nachweisen muss, ist, dass diese Menge hier punktetrennend ist. Das bedeutet, dass wenn ich zwei Punkte aus meinem Einheitsintervall nehme, die verschieden sind, dass ich eine Funktion in diesem Definitionsbereich des Generators finde. Diese Funktion soll dann die Eigenschaft haben, dass der Funktionswert an diesen beiden Punkten, die ich mir gewählt habe, verschieden ist. Und ich behaupte, dass die folgende Funktion dieser Aufgabe gerecht wird. Nämlich diese Funktion f von x ist gleich 1/2 x² minus 1/3 x hoch 3.
Erstmal sehen wir, diese Funktion ist offensichtlich zweimal stetig differenzierbar. Die erste Ableitung ist gegeben durch den Ausdruck x mal in Klammern 1 minus x. Damit sehen wir auch sofort, dass die Randbedingungen erfüllt sind. Also das ist wirklich eine Funktion aus diesem Definitionsbereich. Was ich jetzt noch sehe, ist, dass diese Funktion f auf dem Intervall 0, 1 streng monoton wachsend ist. Und wenn wir jetzt eine streng monoton wachsende Funktion haben und uns zwei beliebige Punkte, die verschieden sind, aus diesem Intervall 0, 1 wähle, dann ist natürlich klar, dass der Funktionswert an diesen beiden Punkten verschieden ist. Und das gilt für beliebige Paare. Und damit haben wir auch nachgewiesen, dass diese Klasse von Funktionen reichhaltig genug ist und die Eigenschaft hat, Punkte zu trennen. Die dritte Eigenschaft, die wir für die Anwendung des Satzes von Stone-Weierstrass noch überprüfen müssen, ist, dass die konstanten Funktionen in dieser Menge enthalten sind. Aber das ist klar, konstante Funktionen sind offensichtlich beliebig oft ableitbar. Und es gilt auch, dass die erste Ableitung identisch verschwindet. Jetzt können wir also den Satz von Stone-Weierstrass anwenden, der uns dann sagt, dass diese Menge, die wir hier oben definiert haben und als Definitionsbereich des Generators bezeichnet haben, dicht liegt im Raum der stetigen Funktion über dem Intervall 0, 1. Das war sozusagen der erste Punkt. Den zweiten Punkt, den wir nachweisen müssen, ist, dass für jede beliebige Funktion g, die stetig ist auf diesem Intervall und jeden Parameter lambda größer 0, diese Gleichung mindestens eine Lösung im Definitionsbereich des Generators besitzt. Sprich, wir müssen zeigen, dass es mindestens eine Lösung gibt, die zweimal stetig differenzierbar ist und die diesen Randbedingungen genügt. Und das ist hier jetzt eine wunderbare Eigenschaft, um sich Methoden aus der DGL wieder ins Gedächtnis zu rufen. Nämlich, wir müssen jetzt diese lineare Differentialgleichung zweiten Grades mit diesen Randbedingungen lösen und müssen zeigen, dass es eine Lösung existiert. Wie geht man natürlich dabei vor? Man guckt sich erstmal an die entsprechende homogene Gleichung und zeigt mittels Exponentialansatz und dem zugehörigen charakteristischen Polynom, dass es Lösungen dieser homogenen Gleichung gibt und wie diese Lösungen aussehen. Und die sind einfach in dem Fall gegeben durch die Funktion e hoch Wurzel lambda 2 lambda x und e hoch minus Wurzel 2 lambda x. Und dann muss man natürlich noch die entsprechende, eine Partikulallösung der inhomogenen Gleichung bestimmen. Und die Behauptung ist, diese Partikulallösung ist durch diesen Term hier gegeben. Und dann kann ich natürlich die Funktion f auch schreiben als diese Partikulallösung plus die entsprechende homogene Lösung. Und dann muss ich natürlich noch die homogene Lösung mit den entsprechenden Vorfaktoren c1 und c2 an die Randbedingungen anpassen. Wenn man das tut, sieht man, dass ich diese Konstante k in der Art und Weise wählen muss. Und ich empfehle gerne, diese Rechnung einfach als kleine Übung im Detail einmal auszuführen. Was sagt uns das jetzt? Das sagt uns insbesondere, dass die Gleichung lambda f minus gf gleich g mindestens eine Lösung in unserem Definitionsbereich besitzt. Genauer gesagt, genau eine Lösung. Gut, damit wäre auch der zweite Punkt gezeigt. Der dritte Punkt wäre nachzuprüfen, dass auch das Maximumsprinzip gilt. Was müssen wir dazu machen? Wir nehmen uns erstmal eine Funktion aus dem Definitionsbereich her und wir wählen den Punkt x0 so, dass die Funktion f an diesem Punkt ihr Maximum annimmt. Jetzt können natürlich zwei Fälle auftreten. Einmal, dass x0 im Inneren des Intervalls liegt und dann wissen wir natürlich, f nimmt an diesem Punkt x0 ein Maximum an. Wir wissen, f ist zweimal stetig differenzierbar. Das bedeutet aber, x0 ist ein kritischer Punkt von dieser Funktion f, das heißt, die erste Ableitung verschwindet und die zweite Ableitung muss negativ sein, weil wir ja ein Maximum vorliegen haben. Und damit haben wir schon das Maximumsprinzip nachgewiesen im Inneren des Intervalls. Was jetzt noch fehlt, ist nachzuprüfen, dass auch das Maximumsprinzip gilt, wenn x0 den Wert 0 bzw. den Wert 1 annimmt.
Betrachten wir einfach den Fall, dass x0 den Wert 0 annimmt. Der Fall, dass x0 den Wert 1 annimmt, geht analog. Was wissen wir? Aufgrund der Randbedingungen wissen wir natürlich, dass die erste Ableitung von f an dem Punkt x0 verschwinden muss. Und das gilt für beide Werte 0 oder 1. Jetzt möchte ich meine Taylor-Entwicklung betrachten. Nämlich, ich möchte die Funktion f von x Taylor entwickeln und dann um die 0 herum. Das heißt, ich kriege hier erstmal den Term f von 0 plus f' von 0 mal x. Dieser Ausdruck verschwindet natürlich aufgrund dieser Eigenschaft der Randbedingungen der Funktion f. Und dann erhalte ich noch ein halb mal f2' von Theta x mal x Quadrat, wobei ich weiß aufgrund der Restgliedabschätzung, dass ein Theta in 0, 1 existiert, dass hier die Gleichheit gilt. Jetzt sehe ich aber auf der anderen Seite, wir haben ja angenommen, die Funktion f nimmt im Punkt x0 gleich 0 ihr Maximum an. Dann wissen wir also auch, die Funktion f von x muss kleiner gleich sein als der Wert der Funktion an der Stelle 0. Wenn ich diese Gleichung jetzt hier auflöse, sehe ich, dass ich dadurch, oder diese Ungleichung auflöse nach also f von 0 auf die andere Seite bringe, erhalte ich natürlich die Aussage, dass die zweite Ableitung an der Stelle Theta x kleiner gleich 0 ist. Und das gilt natürlich für jedes x in meinem Intervall. Und dadurch, dass wir jetzt wissen natürlich, dass auch die zweite Ableitung stetig ist, können wir natürlich folgenden Grenzwert betrachten. Wir wissen auf der einen Seite, f2' von Theta x ist kleiner gleich 0. Jetzt bilde ich einfach den Limes für x gegen 0, dann weiß ich, dieses Objekt konvergiert. Und es konvergiert gegen was? Na, es konvergiert gegen f2' an der Stelle 0. Damit habe ich das nachgewiesen, dass das Maximumsprinzip im Punkt 0 geht und analog funktioniert die Rechnung auch im Punkt 1. Den letzten Punkt, den wir überprüfen müssen, ist, ob die Konstanten der Funktion 1 im Definitionsbereich liegt und ob der Generator angewendet auf die konstante Funktion 1 identisch verschwindet. Aber das ist trivial. Wie gesagt, wenn wir hier die konstante Funktion 1 ist natürlich beliebig oft differenzierbar und hat genügt diesen Randbedingungen. Und ich sehe natürlich auch, wenn ich die zweite Ableitung von der konstanten Funktion bilde, verschwindet sie identisch. Damit haben wir jetzt alle vier Voraussetzungen des Satzes 3c nachgeprüft und das sagt uns jetzt aus, dass eine stark stetige konservative Submarkowsche Halbgruppe existiert und das bedeutet aber auch aufgrund des Satzes 3.3, dass eine entsprechende Markowsche Übergangsfunktion existiert und die sagt uns auch aus, dass wir einen entsprechenden Markov-Prozess auf diesem Raum konstruieren können zu diesem Operator. Was haben wir jetzt also gesehen in diesen letzten Vorlesungen? Wir haben uns sozusagen verschiedene Methoden angeeignet, wie wir a Markov-Prozesse charakterisieren können, nämlich mit Hilfe des Generators und umgekehrt auch, wie wir gegeben einen Generator entsprechende Markov-Prozesse konstruieren können. In den nächsten Vorlesungen soll es um den Zusammenhang gehen zwischen Markov-Prozessen auf der einen Seite und Martingalen auf der anderen Seite. Und das stellt dann auch wieder ein Werkzeug zur Verfügung, das uns erlaubt, Lösungen von partiellen Differentialgleichungen stochastisch, also mit Hilfe eines Markov-Prozesses darzustellen. Dazu aber beim nächsten Mal mehr.